Heftig, heftig, heftig. So, wir nehmen das Ausrufezeichen da drüben auch noch mit, Leute. Also. Und ich finde das großartig, dass man hier springen kann. Weißt du, was für eine Chiffre es war? Ich weiß es nicht. Hier drinnen ist niemand, so wie es aussieht. Freut mich, das zu hören. Ist wieder was zum Lesen. Das lese ich jetzt aber nicht vor. Es scrollt einfach nur runter, Leute. So. Kodex-Eintrag freigeschaltet. Gedichte lese ich vor, ne? Aber ich hoffe, das war jetzt ein Gedicht und kein Lied oder so, sonst hätte ich das singen müssen. Ne? Das ist unser letztes Brot. Es wird eine lange, hungrige Nacht werden. Diese Leute brauchen etwas zu essen. In den Hügeln gäbe es genügend Widder. Sie sind schmackhaft, leicht zuzubereiten und es gibt hier keine Lords, die einen wegen Wilderei aufknüpfen. Aber im Moment ist es zu gefährlich, auf die Jagd zu gehen. Die Wahrscheinlichkeit, auf Magier statt auf Widder zu treffen, ist zu groß. Okay. Viel Glück. Mit Glück bekommt man kein Fleisch auf die Rippen. So, nagender Hunger wird er vielleicht einsammeln. Weißt du? Verbringt ihr wirklich den Großteil eurer Zeit im Nichts? So viel wie möglich. Das Nichts. Ich gucke mal ganz schnell die Karte, ob wir uns hier wieder auffüllen können irgendwo. Wegkreuzung? Händler? Okay, von hier sind wir ja gekommen. Kann ich hier irgendwie ranzoomen? Okay, das ist schon das Nächste. Die Bedrohung bleibt bestehen, sprich mit Corporal Vale. Okay, da müssen wir jetzt hin für die Hauptquest. Wir sind in den Randgebieten. Okay, komm, wir machen erstmal hier hin und gucken uns das mal an eben. Hier ist dann auch ein Lager. Kontrolle über die Hinterlande. Errichte Lager, um die Kontrolle über die Hinterlande aufrechtzuerhalten und Einsätze der Inquisition in der Region zu unterstützen. Ich würde sagen, wir machen als erstes hier hin, dann hier hin und dann können wir hier rüber irgendwie, denke ich mal, teleportieren und machen dann mit der Hauptquest weiter oder so und nehmen dann vielleicht nur die Sehenswürdigkeit mit. Ich weiß nicht, ob das irgendwie klar geht. Hält Wissen im Übermaß für jene, die wissen, wo sie suchen müssen. Sicher, aber ich weiß nicht, wie ihr da drin träumen, geschweige denn herumlaufen könnt. Zumal die Scheiße, die aus dem Nichts kommt, in der Regel ziemlich verschroben aussieht. Genau wie die Menschen. Und doch arbeiten wir mit ihnen zusammen, wenn wir müssen. Das Problem ist, ich bewege mich gerade weg von dem Punkt, wo ich hin will. Zauberin Elantra. Ich habe schon einiges über euch gehört, Herold Andrastes. Ich bin Verzauberin Elandra. Ja, das stand und über deinem ich Kopf. Ich hoffe, ihr findet einen Weg, um diesen närrischen Krieg zu beenden. Wenn ihr eine Magierin seid, warum seid ihr dann nicht bei den Aufständischen? Ich war eine Verzauberin aus der Bruderschaft der Equitarianer. Wir wollten keinen Krieg, sondern gegenseitiges Verständnis. Eigentlich bin ich verpflichtet, mich den Aufständischen anzuschließen. Aber ich hatte Freunde unter den Templern. Ich werde nicht gegen sie kämpfen. Ich weiß um meine Stärke und fürchte die Dämonen nicht. Also werde ich für mich bleiben und niemandem Schaden zufügen. Auf bald. Lebt wohl. Einen schönen Tag noch. Dankeschön. Geschlossene Risse im Nichts. Jo, da wollen wir jetzt hin. Da muss ich aber eigentlich in die Richtung. Ich komme hier wahrscheinlich nicht hoch. Ich gucke jetzt nur mal Questkarte. Ist hier irgendwie ein Weg eingezeichnet? Die Abreise ihrer Liebsten. Hier ist ein Fragezeichen. Komm, wir machen jetzt erstmal zu dem Fragezeichen. Oh, das ist so unglaublich, Leute. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde es großartig. Ah, ich habe mich jetzt schon hier verloren. So, hier wollen wir offensichtlich hin. Wenn ihr das sagt? Die Kälte wird so schnell nicht nachlassen. Diese närrischen Dorfbewohner. Wo haben sie nur ihre Mäntel? Was benötigt ihr, um die Flüchtlinge vor der Kälte zu schützen? Decken, warme Kleidung. Was es so gibt. Diese armen Teufel haben alles verloren, als die Magier und Templer verrückt geworden sind. Wenn wir in einem Dorf wären, könnte ich einfach eine Decke von einer Wäscheleine stibitzen und die Sache wäre erledigt. Aber hier draußen? Ich bin mir sicher, die Abtrünnigen haben jede Menge Vorräte. Ich konnte sie bisher nur nicht finden. Okay. Lebt wohl. Danke für den Hinweis. Ihr auch. Dankeschön. Finde 5 Vorratslager der Abtrünnigen. So, ich mache jetzt nochmal Karte auf. Ich wollte eigentlich erstmal hier hin. Ob ich hier durchkomme? Wenn ich jetzt nach Norden gehe.
Das sieht fast so aus, ne? Ich gehe einfach mal hier lang. Wir werden ja sehen, was passiert. Aber das sieht mir fast schon wie ein Dungeon aus. Okay, nee, da geht's wieder raus. Hier ist eine Truhe. Meisterhaftes Gilett und versteifter Einhandgriff. Das ist ein Plan. Okay, also dann zum Craften. Jetzt hätte ich ja gerne doch irgendwie... Ich könnte das natürlich unserem kleinen Kollegen da geben. Aber... Ich meine, der ist mit dem Bogen unterwegs und das macht er schon ganz gut. Und ich würde ihn auch weiter auf Bogen skillen wollen. Fuck, hier sind welche. Alter. Ganz ruhig. Jetzt hat der Kampf schon angefangen. Das habe ich jetzt ein bisschen verpeilt hier. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, mal sehen, ob wir irgendwas retten können. Wir sollten jetzt erst wahrscheinlich den Bogenschützen erstmal irgendwie ausschalten. Ja, halt, wir machen erstmal hier eine Attacke, dass die beide auf den Boden fallen. Vielleicht treffe ich ja beide. Ich mache das mal auf. Auf den hier. Mit X. So, mächtiger Schlag, genau. So, Fernschuss machst du schon gerade, oder? Mach den am besten mal... Komme ich da nicht rüber? Ich hoffe, ich weiß leider nicht, wie die Reichweite ist. Das ist jetzt ein bisschen mein Problem. Aber mach hier mal Fernschuss hin. Wir können den natürlich auch einfrieren. Das ist auch eine Idee. Nee, hat er schon. Okay, das wurde schon aktiviert, leider. So, dann mit X. Fernschuss ist da. Nee, wir können auch einfrieren. Na, dann frieren wir den erstmal ein hier. So. Und du machst mal auf den hier Fernschuss. So. Und du machst mal bitte Torn das mal an. Das wäre super. Dass die erstmal alle auf dich gehen. Mit Y. So, jetzt machen wir ein Stück weiter. Mal gucken, ob es funktioniert. Der wird jetzt eingefroren. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon einen Pfeil abbekommen hat. Ja, das sieht so aus. Der hat das schon ausgeführt, Leute. So. Es ist wahrscheinlich wieder nicht notwendig, aber so komme ich jetzt wenigstens mal ein bisschen jetzt hier rein, das mit dem Controller zu machen. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt für Wirbelwind. Das ist Wirbelsturm. So, Standardangriff, sonst kann der nichts mehr machen. Der auch nicht. So, und du darfst nochmal B. Vergeltungsschlag auf den, der schon angeschlagen ist, bitte. Auf den hier. Geht gerade nicht. Haben wir keine Ausdauer mehr dafür. Okay, wir haben keine Ausdauer mehr. Na, dann mach mal bitte Schildwall an, mal sehen, ob das irgendwas bringt. Ich hoffe es zumindest. So, dann können wir sicher so mal weitermachen, weil wir haben sowieso erstmal alles rausgehauen. Keine Ausdauer mehr. Modus verlassen. So. Wir müssen aber wegen Heiltränken auf jeden Fall aufpassen. Fuck, ich bin gleich down. Ich bin tot! Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich bin tot, Leute. Okay, mal sehen, ob wir es trotzdem noch irgendwie hinbekommen. Oh, das war übelst knapp gewesen. Ich glaube, wir sterben jetzt alle. Okay, können wir uns noch zurückziehen? Oh, nein. Das gibt's doch nicht. Rückzug, bitte. Rückzug. Scheiße. Scheiße, weg hier. Rückzug. Irgendwie klappt das nicht so richtig. Okay, es steht überall Rückzug. Also die ziehen sich jetzt alle zurück hier gerade. Das passt schon. Fuck. Vielleicht bin ich auch noch zu niedrig ich hoffe, dafür. Die Inquisition findet einen Weg, diesen Leuten zu helfen. Aber ich wurde halt auch übelst überrascht, weil ich nicht aufgepasst habe, wo ich hingerannt bin. So gut, das werden die Gott sei Dank wiederbelebt, wenn wir es weggeschafft haben. Beim Atem des Erbauers. Alter Schwede. Ich würde es noch einmal probieren, wenn ich jetzt wieder so auf die Fresse bekomme. Ich glaube aber nicht, dass wir das schaffen können. Wir haben auch kaum noch Heiltränke. Nee, ich glaube, Leute, ich bin da echt noch zu niedrig dafür. Ich bin ja noch zu niedrig. Natürlich wurde ich überrascht, aber wir haben jetzt so schnell auf die Fresse bekommen, dass ich stark davon ausgehe, dass wir mit Stufe 3 oder so oder einfach noch viel zu niedrig sind dafür. Das ist halt so bei einer großen offenen Welt, dass man halt auch Gebiete kommt, wo man zu schwach ist. So, ich mache jetzt nochmal eine Karte. Wir suchen uns jetzt erstmal ein anderes Ziel aus hier. Questkarte. Wir machen jetzt erstmal doch hier, die Bedrohung bleibt bestehen. Das ist jetzt nicht so weit weg. Nee, wir nehmen davor aber erstmal die Sehenswürdigkeit mit. So, hier müssen wir lang. Entdeckte Sehenswürdigkeiten 1 und 17. Echt, eine haben wir schon? Wusste ich gar nicht. Können wir uns jetzt so ein bisschen die Landschaft angucken. Ach, ich finde das super, dass man hier springen kann. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es in der Karte falsch angezeigt wird gerade. Ich laufe, guck mal meinen Weg, den ich bisher gelaufen habe. Ja, wisst ihr was? Ich habe das falsche markiert. So, jetzt bitte.
Wegpunkt wechseln. So, zurück. Speichert er das jetzt? Jetzt hat er es ordentlich gespeichert. Wunderbar. Okay, ich habe mich schon gewundert. Mein Weg auf der Karte, den darf man sich gar nicht angucken, glaube ich. Der ist schrecklich. So ein typischer Beamweg. So, in die Richtung müssen wir. Varric, ihr habt euch der Inquisition also angeschlossen, als euch Sucherin Pentagast verhörte. In diesem Punkt war sie ziemlich beharrlich. Interessant. Was ist daran interessant? Es überrascht mich, dass es ausgerechnet ein abtrünniger Elf war, der sich der Inquisition freiwillig angeschlossen hat. Hier wollte ich ja eigentlich noch gar nicht hin. Eigentlich wollte ich die Sehenswürdigkeit. Okay, wir machen danach die Sehenswürdigkeit. So. Ihr gehört der Inquisition an? Ich bin Corporal Whale. Hab Dank für eure Hilfe. Die Magier und Templer scheint es nicht zu kümmern, wer in ihren Krieg mit hineingezogen wird. Die Flüchtlinge hier benötigen dringend Hilfe. Wenn der Krieg sie nicht tötet, werden es die Kälte oder der Hunger tun. Gibt es noch weitere Probleme, mit denen die Flüchtlinge zu kämpfen haben? Einige der Leute haben Verletzungen, bei denen es nicht ausreicht, sie zu nähen oder mit Elfenwurzel zu behandeln. Mir ist bewusst, dass Heiler im Moment rar sind. Aber wenn ihr in Radcliffe jemanden auftreiben könntet, würde das zahlreiche Leben retten. Ihr habt die Sorge geäußert, die Leute könnten verhungern. Ja, viele von ihnen hatten natürlich Lebensmittel bei sich. Aber sie dachten auch, sie wären längst wieder zu Hause oder in einer Stadt in Sicherheit. Den Hügel hinauf gibt es einen Jäger, der uns vielleicht weiterhelfen könnte. Okay. Na, die ganzen Quests nehmen wir jetzt hier mal mit, Leute. Die Leute frieren, das wissen wir schon, aber fragen trotzdem mal nach. Vielleicht hat er noch Hinweis. Was tun, um die Leute vor der Kälte zu schützen? Ich hatte die Inquisition gebeten, uns Decken zu schicken. Aber man könnte meinen, ich hätte eine Wagenladung reines Lyrium verlangt. Ein Rekrut namens Whittle versucht, die Flüchtlinge irgendwie zu versorgen. Solltet ihr Vorschläge haben, findet ihr ihn auf der anderen Seite der Straße. Okay, mit dem haben wir ja vorhin schon geredet. So, Templer-Marke, müssen wir jetzt erstmal nichts weiter wissen, das passt schon. Was könnt ihr mir über den Mann erzählen, der die Inquisition mit Pferden versorgen sollte? Stallmeister Dennett? Er lebt auf einem Hof westlich von hier. Ein sehr alter Knochen. Wir haben jedoch nichts von ihm gehört. Soweit wir wissen, verschanzt er sich, bis die Magier und Templer damit fertig sind, sich gegenseitig umzubringen. Okay. Gebt auf euch Acht. Und ihr auf euch. Macht. Sorge in einzelnen Gebieten für Stabilität, indem du Risse im Nichts schließt. Ja, das wollte ich aber nicht erfordern, ich habe es nicht hingeschafft. Vergrößere den Einflussbereich der Inquisition, indem du neue Lager errichtest und erledige Quests, um Macht und Einfluss zu gewinnen. Okay. Macht kann am Kartentisch in Aufklärungseinsatz investiert werden, durch die sich dir neue Möglichkeiten eröffnen. Ja, das hat man vorhin schon ein bisschen angerissen. Gewinnst du genügend Einfluss, steigt die Inquisition im Rang auf und du erhältst Zugang zu einzigartigen Errungenschaften. Okay. Ich muss aber sagen, finde ich das System ziemlich interessant, wie das so aufgebaut ist. Also selbst die Nebenquests sind nicht nur für Erfahrung und so weiter, selbst die haben irgendwie einen Zweck. Ja, so einen größeren Zweck sozusagen, dass man ein bisschen mehr Kontrolle über das Gebiet gewinnt. Finde ich cool. So, jetzt wollte ich aber gerne die Sehenswürdigkeit irgendwie erreichen. Ich gehe jetzt einfach mal, ich mache nochmal Karte an. Ich laufe jetzt einfach, wir müssen wahrscheinlich hier hoch oder so. Wisst ihr was, ich laufe jetzt erstmal zu dem Lager hier. So. Und dann können wir immer noch Schnellreise machen. Und wir können dann mal unsere ganzen Vorräte wieder auffüllen. Was ja auch nicht verkehrt ist. Aber das Lager ist ja jetzt gleich hier. Imperium. Hier wird alles eingesammelt, Leute. Hier ist Eisen. Haben wir da jetzt genug für die Quest? Jetzt brauchen wir noch Holzschlagposition. Beschaffe die Requirierung irgendwas. Wir brauchen aber Eisen für mehrere Sachen, so wie es aussieht. Auch für Käfigbeschaffung. Entdeckt. Lucia See. Ein geeigneter Platz für ein Lager. Oh, das ist voll schön hier, Leute. Das ist so ein richtig schöner, bunter, verwunschener Wald irgendwie. Mir gefällt das ja total gut. So gut, dann lassen wir hier Lager eröffnen. Aufschlagen. So, Lager der Inquisition zum Ansehen drücken.
statt 3. Auf jeden Fall haben wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen Einfluss dazu gewonnen und macht plus 1. Okay. Regierungsoffizier. So, ich würde gerne genau Tränke aufrüsten, das klingt super. So, hätten wir. Charakterwechsel bringt jetzt ja nichts hier. Ne. Noch keine Tränke verfügbar, alles klar, okay. Ja klar, dann macht es halt dann Sinn, die Marke irgendwie Mana-Trank zu geben und mir dann Ausdauertränke etc. pp. Da brauchen wir erstmal nichts inspizieren. Also, das sieht alles so toll aus, keine Ahnung, ich finde das total schön. So, da ist irgendwie so ein Skelettkopf. Rasten wollen wir auch nicht, ich finde es ja, das ist ja noch hell, das ist ja alles super. Ich gehe mal davon aus, dass es ja auch Tag-Nacht-Rhythmus gibt und so weiter. Wen haben wir denn da? Karte zu einem Wasserfall. Okay. Vielen Dank. War das der Wasserfall gewesen? Geht's hier rein? Nein. Ja.